Grüß Gott allerseits. Die Frauen finden das Leichnam nicht und wissen sie nicht auch, wo der hingekommen ist. Sie kennen sich nicht aus und glauben aber dem, was der Engel sagt. Er ist nicht mehr dort. Er ist nicht unter den Toten, sondern er ist auferstanden. Und sie laufen. Sie bleiben gar nicht lange im leeren Grab, sondern laufen davon, möchten das verkünden. Eine ganz neue Situation, der Ort des Todes, dieses Grab, das Kreuz und das Grab sind zu einem Ort des Lebens geworden. Johannes von Kreuz spricht von diesem neuen Leben in ganz deutlichen Worten, ähnlich wie der heilige Apostel Paulus in seinen Briefen. Er schreibt: In diesem neuen Leben, was dann da ist, wenn er zu dieser Vollkommenheit der Gotteinigung gelangt ist, worüber wir hier gerade sprechen, werden alle Strebungen des Menschen und seine Vermögen, ihre Neigungen und Betätigungen gemäß, die von sich aus Betätigung zum Tod und Entzug des spirituellen Lebens waren, in göttliche getauscht. Und so wurde sein Tod in Leben getauscht. Jetzt spricht Johannes von Kreuz eigentlich schon vom Menschen, der den Weg Jesu gegangen ist, der sich auf seinen Tod eingelassen hat, also im sinnlichen Bereich und im Glauben sich auf diese Liebe eingelassen hat und er jetzt schon gerade diesen Ort, also dieses Leben, das aber auf den Tod hin gebaut ist, wir verfallen alle leiblich, doch ein Ort des Lebens wird, auf ganz neue Art und Weise. Die, die diesen Liebestod Jesu geteilt haben, teilen auch seine Auferstehung. Schließlich, so wurde sein Tod in Leben getauscht, das heißt sein animalisches Leben in spirituelles Leben. Und schließlich sind alle Regungen, Betätigungen und Neigungen, die der Mensch früher vom Prinzip und der Kraft seines natürlichen Lebens her hatte, in dieser Gotteinung bereits in gottgewirkte Regungen getauscht, für ihre Tätigkeit und Neigung tot, aber lebend in Gott. Denn die Menschenseele wird als echte Tochter Gottes, die sie nun schon ist, in allem vom Geist Gottes bewegt, wie der heilige Paulus lehrt, wenn er sagt, dass diejenigen, die vom Geist Gottes bewegt werden, Kinder Gottes sind. Hier zitiert der heilige Johannes den Römerbrief vom heiligen Apostel Paulus. Also das ist das Ziel des Menschen, die Gotteinigung, das neue Leben in Christus. Das ist so, wie der Paulus auch sagt, dass dann nicht ich selber lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin ihm schon so nahe gekommen, weil ich mit ihm auch mein Leben und meinen Tod durchlebt habe, dass jetzt alle Regungen in mir von ihm stammen. Auf diese Weise ist die Menschenseele in göttliches Leben verschlungen, allem, was weltlich ist, entfremdet. In dieser Verfassung so vollkommenen Lebens läuft der Mensch innerlich und äußerlich immer wie in Feststimmung umher und trägt auf dem Gaumen seines Geistes sehr häufig ein starkes Aufjubeln in Gott, wie ein neues, in Freude und Liebe eingehülltes Lied. Da schreibt Johannes so schwärmerisch, ja, in der lebendigen Liebesflamme, ein Buch von ihm. Natürlich betrifft das jetzt das Ende des Weges, ein ziemlich idealer Zustand, aber wer sich auf dem Weg macht, auf den Weg dorthin, bleibt auf einem guten Weg, auch wenn er es nicht so stark erlebt. Von nun an aber, sagt Johannes, ist für diesen Menschen, der in Christus auferstanden ist, alles Gnade geworden. Ein Leben in Frieden und in einem tiefen Zustand der Freude und der Dankbarkeit. Und dieser Mensch,
am Ende dieses Weges, kann getrost Rückblick halten auf seine vergangene Zeit und erkennen, dass alles in Gottes Hand lag und dass sein Leben eben getragen wurde von Gottes Gegenwart. Derjenige, der in seinem Herzen die göttliche Flamme des Heiligen Geistes, sagt Johannes, wahrnimmt, bedauert es also nicht, es gewagt zu haben, sich auf den Weg der Liebe zu machen. Das heißt, für Johannes auf den Weg auch der Nacht und der Mühe auf diesem Weg. Er ist ein ganz anderer geworden und findet sich unter den Seligen. Nun, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch immer wieder Schritte und Fortschritte auf diesem Weg, wünsche ich mir auch persönlich und wünsche Ihnen auch ein frohes Osterfest, Ihnen und Ihren Angehörigen. Christus ist wahrhaft auferstanden. Halleluja.